Im Mumudo Nationalpark hatten wir jetzt die Situation, dass wir einem jungen Pärchen versucht haben, aus dem Tiefsand zu helfen. Die hatten sich festgefahren und es war jetzt alles sehr anstrengend und wir sind froh, dass wir uns nicht festgefahren haben. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einem neuen Video unserer Namibia- und Botswana-Reise. In diesem Video nehmen wir dich mit in den Mudumo-Nationalpark im Caprivi. Bevor wir aber in den Nationalpark fahren, machen wir noch einen Stopp in Kongola. Wir müssen unsere Vorräte auffüllen und dazu fahren wir zu der Metro, die recht neu eröffnet hat und die können wir euch auch wirklich empfehlen. Hier gibt es alles. Anschließend gehen wir noch gegenüber in den Mashi Crafts, einen Souvenirladen mit tollen Handwerksprodukten aus der Region und hier kaufen wir auch das ein oder andere Souvenir. Über die C49 fahren wir von Kongola aus bis zum Eingang des Mudumo Nationalparks. Das sind ungefähr 30 bis 40 Minuten über Asphaltstraße. Er hat gesagt, wir sollen doch jetzt mit den Rangern erstmal sprechen, weil sie hätten wohl heute Vormittag Löwen gefunden. Und dann könnten sie mir auf dem Handy, auf der Karte, die ich ihm fotografiert habe, zeigen, wo die Löwen sind. Und das machen wir jetzt aber nicht, weil es aus meiner Sicht überhaupt nichts bringt, auf dieser Karte mir erklären zu wollen, wo die Löwen sind. Und dann müssen wir sie ja trotzdem erst sehen. Nach der Einfahrt in den Park lassen die Elefanten und andere Tiere nicht lange auf sich warten und insgesamt erleben wir an diesem Tag im Park so einige Elefantensichtungen direkt an der Straße, die wirklich zunehmend anstrengend sind. Hier ist der Park hier. Hier seht ihr einen kleinen Überblick über den Mudumo Nationalpark, der an sich sehr groß ist. Wir haben uns an der Wasserfront aufgehalten und sind dort einige Wege gefahren. Das war auf jeden Fall schon ausreichend für einen ganzen Tag. An den auf der Karte eingezeichneten Hippo-Pools entdecken wir dann auch einige Nilpferde im Wasser, die aber recht faul herumliegen und immer wieder untertauchen. Aber es ist immer wieder schön, die Tiere zu beobachten und wir entdecken sogar auch einen Elefanten in der Ferne, der im Wasser badet. Was kein Wunder ist bei diesen heißen Temperaturen, denn auch heute sind es wieder um die 35 Grad. We'll be right back.
sind jetzt zwei. Die Frage ist ja, wie nah sind wir jetzt an den anderen? Also wie parallel für die. Oh, da ist ja auch so. Das wäre eine richtige Straße. Ja, die müssten hier jetzt halt auch kommen eigentlich. Hier könnte ich auch überhaupt nicht schnell durchfahren. Nee. Wenn jetzt was wäre. Das habe ich auch gedacht, eben bei dem großen Dach. Immer dichter bewaldet. Immer schwieriger zu sehen. Da sind Kunos links. Wir merken, dass die Erfahrung hier im Mudumu Nationalpark mit den Elefanten eine andere ist als die Tage zuvor im Babata Nationalpark. Die Elefanten kommen uns ein bisschen aggressiver vor und machen uns auf alle Fälle mehr Angst, obwohl sie ähnlich nah an der Straße sind wie in der Kwandokor Area zum Beispiel. Von zwei Reisenden aus der Community erfahren wir dann, dass die Elefanten dort wohl besonders von Wilderei betroffen sind, da der Park direkt so günstig an der Hauptstraße liegt und die Elefanten daher besonders besorgt reagieren und ihre Herde schützen. Das ist natürlich eine wichtige Information und grundsätzlich sollte man auch keine Angst vor den großen Tieren haben, sondern immer respektvoll ihnen gegenübertreten. Und wie gesagt, in der Kwandokor Area haben wir sehr positive Erfahrungen mit den Elefanten gemacht. Hier im Mudumu Nationalpark haben wir ein bisschen ein unwohles Gefühl, aber das liegt nicht an den Tieren per se. Und dann kommen wir zunehmend in einen Bereich des Parks, der immer und immer sandiger wird. Und an einer Stelle fahren wir uns dann auch fast fest. Und uns wird immer mehr unwohl zumute. Einerseits die Elefanten, die plötzlich überall auftauchen können und dann der zunehmende Tiefsand. Als der Tiefsand zunimmt, treffen wir auf ein Auto, das uns fragt, ob wir ein Pärchen getroffen hätten, das sich festgefahren hat. Und wir verneinen dies, fahren noch eine ganze Weile hinter diesem Auto her, bis es plötzlich kehrt macht, weil es das zu rettende Pärchen wohl nicht gefunden hat. Wir werden es aber im Verlauf der Strecke noch entdecken. Dass du nicht weiterfährst. Doch, er hat geguckt. Er ist erst weitergefahren, er ist nicht wirklich weitergefahren. So, jetzt besser wieder. Ist ja
Bei Tiefsandpassagen lohnt es sich auf alle Fälle, die Ruhe zu bewahren und neben dem Absenken des Reifendrucks, den wir aber zuvor schon zur Parkeinfahrt abgesenkt hatten, kann es auch hilfreich sein, in Momenten, wo man sich droht festzufahren, den Low-Allrad-Modus einzusetzen. Das ist dann nämlich der Allrad-Modus mit aktivierter Geländeuntersetzung und damit gräbt man sich fast automatisch wieder aus schwierigen Situationen auch raus. Das hat zumindest bei uns gut funktioniert. Nico hat aber auf alle Fälle auch einiges mittlerweile an Fahrerfahrung, aber ein kleiner Tipp von uns. Wir auf ein junges deutsches Pärchen, das sich im Sand festgefahren hat und wir wollen natürlich helfen, versuchen es erst mit der Stahlseilwinde, von der wir aber ehrlich gesagt nicht viel Ahnung haben und lassen es auch recht schnell wieder. Wir versuchen dann noch zu graben und mit Sandblechen von uns zu helfen, bei 35 Grad in der prallen Sonne, in einem Park, in dem man eigentlich nicht aussteigen soll, weil hier wilde Tiere leben, die auch sehr schnell gefährlich werden können, sind wir in einer wirklich doofen Situation und wir schaffen es nicht, ihn aus dem Tiefsand zu holen. Zu groß ist auch unsere Sorge, dass wir uns auch noch festfahren. Und der Guide, der versucht hat, sie zu finden, ist ja wohl in die falsche Richtung gefahren. Der hatte ja dann zwischenzeitlich gedreht. Und so entscheiden wir kurzerhand nach ungefähr 1 bis 1,5 Stunden Hilfeaktion, die erfolglos war, die beiden mit in unser Auto zu packen und in 10 Minuten Entfernung zu Menschen zu bringen, die wir dort entdeckt hatten. Und dann wurde ihnen auch tatsächlich geholfen. Es nahm alles ein gutes Ende, aber es war zwischenzeitlich ein bisschen strapaziös. Wir waren dann heilfroh, als wir wieder raus aus dem Park waren, ohne selbst uns festzufahren, und sind dann schnurstracks zu unserer Campsite gefahren und haben uns dann einfach nur noch ausgeruht. So, wir sind jetzt auf unserer Campsite für heute Nacht angekommen, dem Livingstone Camp. Im Mumudu Nationalpark hatten wir jetzt die Situation, dass wir einem jungen Pärchen versucht haben, aus dem Tiefsand zu helfen. Die hatten sich festgefahren und es war jetzt alles sehr anstrengend und wir sind froh, dass wir uns nicht festgefahren haben. Ein Resümee zum Park und auch hier, dass wir euch die Campzeit hier zeigen, erfolgt dann morgen. Gerade eben ist uns einfach nur nach uns auszuruhen. War jetzt gerade alles sehr, sehr anstrengend. Und jetzt war hier auch zum ersten Mal niemand an der Rezeption. Wir sind einfach auf die Campsite gefahren, die wir gebucht hatten. Und ist irgendwie gerade ein bisschen lost hier. Mal gucken. Genau, morgen werde ich dann mal mehr berichten. Campsite selbst ist wirklich schön angelegt. Jeder Platz hat so ein eigenes Häuschen, das sehr schön gestaltet ist, mit Duschraum und Küchenraum und einer Feuerstelle. Außerdem einem tollen Blick in die Ferne.
Wir kriegen später noch vom Guide erzählt, der hier kurz vorbeikommt, um nach dem Rechten zu schauen, weil wir ja nicht eingecheckt haben, dass hier gerne mal Elefanten über die Campsite laufen. Das haben wir auch schon aufgrund einiger Zeichen wahrgenommen, denn hier liegt überall Elefantenkot herum und auch abgebrochene Zweige. Das macht uns jetzt aufgrund des heutigen Tages nicht gerade die besten Gefühle. Und so ist es dann auch tatsächlich, dass in der Nacht ein Elefant sehr nah an unser Auto kommt und im Gebüsch direkt neben unserem Auto sehr, sehr laut Äste abreißt. Das führt teilweise dazu, dass wir eine etwas schlaflose Nacht haben. Das ist natürlich auch spannend und super interessant, den Tieren auch mal so nah zu kommen, quasi auch nachts und auf einer Campsite, die nicht eingezäunt ist. Aber es ist aufgrund des anstrengenden Tages zuvor so ein bisschen unsere erste Grenzerfahrung der Reise. Und am nächsten Morgen laufen wir hier entlang und sehen dann noch die Spuren des Elefanten, der hier in der Nacht gewütet hat. Wir sehen die Fußabdrücke und die abgebrochenen Äste und sind froh, dass wir weiterreisen. Insgesamt können wir das Livingstones Camp aber auf alle Fälle sehr empfehlen. Es hat uns dort gut gefallen. Aber die Zeit war etwas knapp, die wir dann auf der Campsite letztlich hatten. Wir sind wieder mittlerweile unterwegs und haben unsere Campsite, das Livingstone Camp, verlassen. Es ist jetzt knapp 10 Uhr und wir haben 31 Grad schon, also richtig heiß auf alle Fälle. Und wir fahren jetzt über Katima Mulilu dann zur Tobe River Lodge, wo wir uns ein bisschen ausruhen möchten. Den Nkasa Lupala National Park lassen wir weg, weil wir einfach gestern den Mdumu nicht so toll fanden und jetzt auch einfach von dieser Tiefsandaktion gestern, dem Elefanten heute Nacht und ja einfach den ganzen Abenteuern jetzt die letzten Tage ein bisschen geschlaucht sind und uns jetzt lieber die Zeit nehmen, ganz entspannt an der Tobe River Lodge anzukommen und dann dort auch die Zeit gut zu nutzen und zu genießen. Gerade eben sind wir hier an einem Rastplatz. Die sind hier übrigens immer wieder an den Straßen überall in Namibia. Und mach uns mal Frühstück. Das haben wir nämlich noch nicht geschafft, uns Brot mitzunehmen und zu machen. Wir fahren nicht den direkten Weg von Kongola nach Katima Mulilo, sondern fahren die untere Straße. Ich kann es auch gleich nochmal einblenden, weil es heißt, dass die so ein bisschen schöner sein soll. Bisher sehen wir das tatsächlich noch nicht so. Gut, wir wissen jetzt nicht, wie die obere Straße gewesen wäre. Aber ja, ist auch einfach eine schnurgerade Straße, ab und zu ein paar Dörfer, wenig los und nicht besonders grün die Landschaft, sondern auch eigentlich eher sehr, sehr trocken. Weiß nicht, ob es sich noch ändert. Wir sind jetzt auf der Hälfte der Strecke. Und genau, so viel jetzt erstmal dazu, später dann mehr. Ja.